Liebe Geschwister, wir haben aus meiner Sicht der Dinge in den letzten Tagen und Wochen nach der Nacht vom 31. Dezember etwas erlebt, was in seinen Folgen teilweise und in einigen Gebieten schlimmer ist als das, was nach dem 11. September auf die Muslime zurollte. So mein persönlicher Eindruck aus den vielen Gesprächen, die sich ergeben haben und aus den Studien bezüglich das, was Medien und Politiker von sich geben und auch noch mehr trauen, von sich zu geben, meine ich, dass diese Ereignisse in Köln dazu genutzt worden sind, oder besser noch dazu genutzt worden sind, gegen Muslime und den Islam zu hetzen, als Ereignisse oder als Angriffe auf New York oder Paris oder auf andere Städte. Warum sage ich das? Weil das Gefühl, was mir begegnet, und jeder hat seine Begegnungen, ja, das ist jetzt keine offenbarte Wahrheit von Allah, darüber können wir gerne diskutieren, weil das Vertrauen der Menschen noch mehr erschüttert ist. Das Vertrauen in Bezug auf das Zusammenleben ist noch mehr erschüttert. Ich gebe euch einen kleinen Ausschnitt. Jemanden, den ich vom Studium her kenne, eine Frau, die im Dialog engagiert ist und die mir Dinge gesagt hat, sie ist nicht Muslimin, dass sie quasi bereut, kein Kopftuch getragen zu haben. Sie ist keine Muslimin. Sie meint, ihr Leben wäre besser verlaufen, wenn sie ein Kopftuch getragen hätte. Sie ist eine sehr gebildete Frau, ja, gut situiert, und sie weiß, was sie sagt. Und sie verteidigt Muslime an sehr vielen Fronten. Aber sie hatte dieses Bedürfnis gehabt, sie hat mich zu ihrem Ehemann auch nach Hause eingeladen, mit anderen Studierenden zusammen. Und sie hatte dieses Bedürfnis gehabt, von einem Muslim zu hören, dass diese Dinge, die sich dort ereignet haben, verboten sind im Islam. Dass ein Muslim so etwas nicht tut, aufgrund seiner Religion. Trotz ihres hohen Bildungsgrades. Warum? Weil dieses Vertrauen ist innerlich erschüttert. Und dann kommt es hier und da vor, dass man in seinem Umfeld oder aus den Lebensereignissen anderer, die einem nahestehen, auch solche Erfahrungen wiedergegeben bekommt, die dies scheinbar bestätigen. Ja, dieses negative Bild, was jetzt vom Nordafrikaner, und wir sind alle Nordafrikaner hier, ja, wir sind schon Nordafrikaner. Ich bin Nordafrikaner. Dieses Bild, was jetzt vom Nordafrikaner gezeichnet wurde, oder diese Konstruktion der Nordafrikaner, das verunsichert die Menschen mehr als der eine oder andere Anschlag. Und es ist ein sehr sensibles Thema. Und es gibt viele, viele Unterthemen in diesem Bereich. Womit möchte ich anfangen, liebe Geschwister? Weil mir ist es auch wichtig, dass wir diese Ereignisse nicht einfach nur totschweigen, und damit meine ich nicht nur die Vorfälle in Köln selbst, sondern das, was in den Medien und in der Politik und in der Gesellschaft darauf aufbaut. Sondern wir müssen das offensiv angehen. Und die meisten von uns sind in der Schule oder in der Universität oder arbeiten oder haben sonst wie ein Umfeld, wo diese Dinge ja auch untereinander besprochen werden. Und dazu möchte diese Khutba auch einen kleinen Beitrag leisten. Zunächst einmal, liebe Geschwister, steht für mich fest, dass es gar nicht um die Opfer geht, sondern dass der Rassismus, der bei einigen Leuten schlummert, beziehungsweise die Islamfeindlichkeit. Ich habe hier auch neueste Studien, die ich jetzt nicht auspacken werde, weil ich so jemand bin, der tendenziell Zeit überschreitet, und ich muss ja auch eure Zeit da respektieren. Die neuesten Studien, die veröffentlicht sind, besagen, es gibt eigentlich keine Integrationsdebatte. Ich mache das ein bisschen klischeehafter, bringe ich das. Aber wie gesagt, die Bücher liefern dazu die Zahlen und die Untersuchungen. Es gibt keine Integrationsdebatte. Es geht auch nicht um Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit. Sondern was im Zentrum, im Kern steht, ist der Islam und die Muslime in Deutschland. Wenn es um solche großen Wörter wie Integration geht,
oder Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerhass. Es geht um die Muslime. Das ist der Punkt. Und wie viele es auch immer gewesen sein mögen, es gibt da sehr viele verschiedene Zahlen. Man liest über 1000, man liest 100. Ja? Man liest aber auch, dass es nur 30 Verdächtige tatsächlich jetzt gibt. Ja? Wie viele es auch gewesen sein mögen, das, was sie getan haben, wird dazu genutzt, um Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit zu streuen, zu stärken und zu streuen. Denn wenn man vergleicht, was passiert beispielsweise an einem Oktoberfest, 16 Tage, oder hunderte von Straftaten passieren, Diebstähle und Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, ja, so circa 10 werden angezeigt. Die Dunkelziffer wird auf ungefähr 200 geschätzt. Aber nutzt man das, um gegen das Bayerntum zu hetzen oder gegen Deutsche zu hetzen? Und die Tat ist die Tat, die wollen wir nicht beschönigen, wir wollen sie auch nicht gutheißen. Jeder, der dies so verstehen möchte, der braucht ein langes Einzelgespräch, glaube ich, woran er wahrscheinlich aber auch nicht interessiert ist. Und hier geht es darum, erstmal festzuhalten, dass man nicht Gleiche mit Gleichem abwiegt. Stellt euch mal vor, es würden 384 islamistische, bereits bekannte Gewalttäter frei in Deutschland rumlaufen, nach denen mit Haftbefehl gesucht wird. Wisst ihr, was das bedeuten würde? Das würde bedeuten, dass es Razzien geben würde in Moscheen und in muslimischen Geschäften und in Privatwohnungen. Da wäre richtig was los. SEK im Einsatz, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Aber wenn 384, und das ist eine Tatsache, Neonazis per Haftbefehl gesucht werden, die sind irgendwo hier. Irgendwo laufen die hier rum. Unsere Moschee war übrigens auch auf der schwarzen Liste der NSU gewesen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Das heißt, die haben ihre Pläne gehabt. Aber wo wird denn nach ihnen gesucht? Wie wird denn nach ihnen gesucht? Ist das überhaupt thematisiert? Vielleicht wird nach ihnen gesucht, aber die Medien, ja, thematisieren dies nicht. Wann habt ihr denn schon, wann war die letzte große Razzia? Ja, in diesen Kreisen. Die uns erreicht hat, auch medial. Das heißt, hier wird nicht mit gleichem Maß gewogen, liebe Geschwister. Das heißt, was passiert, ist eine Ethnisierung, beziehungsweise, also man macht aus diesem Problem, man macht etwas Kulturelles draus. Man macht etwas Religiöses daraus. Was man ansonsten nicht macht. Und da, wie gesagt, da wird nicht mit gleichem Maß gemessen, liebe Geschwister. Und das aufgrund von einem Rassismus oder einer Fremdenfeindlichkeit oder viel, viel wahrscheinlicher zu 99,9%, wenn man etwas gegen Muslime hat. Weil darum geht es eigentlich in diesen Integrationsdebatten in der heutigen Zeit. Was auch eine unbequeme Wahrheit ist, liebe Geschwister, dass abgesehen davon, dass diejenigen, die dies getan haben, auch eine Strafe verdienen. Wenn nicht nach deutschem Recht, dann nach islamischem Recht. Wir wissen, was Islam bedeutet. Wir wissen auch, wie sehr der Islam auf die öffentliche Sicherheit Wert legt. Und eine Vergewaltigung kann im Islam zur Todesstrafe führen. Und allein Angst zu verbreiten, bandenmäßig, das kann zu einer Ausweisung führen im Islam. Und wir wissen auch, dass es im Islam eine Sorte von Strafen gibt, die es in der hiesigen Rechtskultur nicht gibt. Das heißt, auf muslimischem Hoheitsgebiet angewendet, kann es auch zu Körperteilamputationen kommen. Alles, weil die öffentliche Sicherheit geschützt wird. Allein wegen einem Diebstahl, liebe Geschwister, da geht es noch nicht mal um Raub. Ja, wo ist der Unterschied an Diebstahl? Man nimmt etwas mit, ohne dass jemand davon mitbekommt. Aber ein Raub ist immer mit einer Bedrohung verbunden. Ja? Das heißt, wir halten fest, wir wollen nichts beschönigen. Wir halten fest, diese Menschen verdienen auch eine Strafe. Aber die viel wichtigere Lektion ist, liebe Geschwister, und das ist ein Wunderpunkt in Deutschland. Und deswegen, die wunden Punkte, man möchte sie nicht
Man möchte sich ihnen nicht stellen. Lieber macht man ein Problem der Araber draus, ein Problem der Nordafrikaner. Und wenn man sie dann abgeschoben hat, hat man dann auch das Problem abgeschoben. Aber nein, das Problem wird bleiben. Warum? Weil was auch zu diesen Taten mitgeführt hat, ist, dass es in Deutschland keine abschreckende Gesetzgebung oder Rechtsprechung oder keinen abschreckenden Einsatz der Polizei gibt. Das alles miteinander verknüpft. Die Rechtsprechung, ja, in den Gerichten, die Gesetzeslage und was die Polizei macht bzw. auch nicht macht. Und ihr werdet schockiert sein, womit ein Mensch, der andere Frauen oder Männer sexuell belästigt, womit er durchkommen kann. Es gibt Gerichte in Deutschland, ein erzwungener Zungenkuss führt zu keiner Verurteilung, noch nicht mal zu einer Bußgeldstrafe oder Begrapschen im Intimbereich. Keine Strafe. Das sind Dinge, die kann man nachlesen in juristischen Kreisen, sind vielleicht weniger durchgekommen, medial, als die Hetze, aber es ist jedem frei verfügbar. Und das ist ein Wunderpunkt, liebe Geschwister, in dieser Gesellschaft. Und das passiert mit wunden Punkten. Die Ausländer sind dran schuld, die Muslime sind dran schuld, abschieben, härter bestrafen, bla bla bla. Aber selbst wenn man jetzt noch härtere Strafen einführen würde, was ich begrüßen würde, meine persönliche Meinung, ich würde es begrüßen, dass eine Frau in ihrer sexuellen Selbstbestimmung stärker geschützt ist in Deutschland. Natürlich. Aber selbst wenn diese Gesetzesänderungen nun nach vorne kommen, wisst ihr, was mich daran stört? Dass man die Ereignisse in Köln zum Anlass genommen hat, dies zu ändern. Warum nicht das letzte Oktoberfest? Warum nicht das vorletzte Oktoberfest? Wo sogar ein Mann, der kurz austreten war, ja, kurz austreten bedeutet, der Mann musste urinieren. Okay, immer wichtig, dass man die korrekte Fachsprache bezüglich solcher Dinge anzuwenden vermag, ansonsten kommt man in eine peinliche Situation. Der wurde vor 2 Jahren auf dem Oktoberfest vergewaltigt. Ein britischer Tourist, der kurz mal austreten war, wurde von 2 anderen Männern vergewaltigt. Warum nimmt man da nicht das als Anlass, um zu sagen, ja, ungefähr 200 Vergewaltigungen pro Oktoberfest, warum nimmt man das nicht als Anlass, zu sagen, Moment, wir haben irgendwie ein Problem. Und das ist eine große Sauerei, um es auf Bayerisch zu sagen. Dass es gar nicht um die Opfer geht, dass es gar nicht um die rechtliche Lage geht, gar nicht um Selbstkritik innerhalb Deutschlands geht, sondern etwas Schlimmes passiert und man nutzt es, seinen eigenen Hass noch weiter stärken und ausleben zu können. Was auch eine unbequeme Wahrheit ist, liebe Geschwister, es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass über 90% der Vergewaltigungen, passieren im vertrauten Umfeld der Frau. Also der Täter kommt aus dem vertrauten Umfeld der Frau. Das sind nicht irgendwelche unbekannten Leute, sondern meistens in der Familie, im Freundeskreis, im engeren Bekanntenkreis, auf dem Arbeitsplatz, vom Arbeitsplatz etc. Aber wieder, was passiert? Es geht nicht um die Opfer, es geht nicht um die Taten an sich, sondern auf einmal wird alles auf den Fremden abgeschoben. Moment, Vergewaltigung ist im vertrauten Umfeld der Frau hauptsächlich ein Problem. Aber in den Medien wird es so dargestellt, als ob es immer der große, unbekannte, dunkle Mann ist, der irgendwo auflauert. Aber nein, es ist, ja, da muss ein Wandel in der Gesellschaft passieren, in den Herzen der Menschen, um diese Probleme loszuwerden. Und davon spricht keiner. Oder kaum jemand. Und wenn, dann sind die Medien nicht daran interessiert. In diesem Punkt. Auch hört man immer wieder, dass man als Nordafrikaner hat man irgendwelche sexuellen Komplexe und Störungen. Ja, entweder ist man dann ein Sexualstraftäter oder ziemlich nah dran. Oder weil man sich vielleicht etwas schamhafter verhält, ja, man meidet den Körperkontakt und den langanhaltenden Blickkontakt und ja, man geht gewissen Themen aus dem Weg und gewissen Situationen aus dem Weg. Dann denkt man gleich, ja, das ist so ein versteckter Triebtäter. Der hält sich so zurück, weil wenn er
keine Ahnung, eine Frau länger als 3 Sekunden in die Augen guckt, dann dreht er durch. Das ist so seine Triebhaftigkeit, die ihm in den Genen liegt. So oder so heißt es, du hast sexuelle Komplexe. Aber wenn wir in dieses Land schauen und auch als Bürger dieses Landes selber selbstkritisch in dieses Land hineinschauen, merken wir, diese Gesellschaft hat selbst sexuelle Komplexe, ohne Ende. In einer Gesellschaft, wo nach einigen Schätzungen bis zu 700.000 Prostituierte leben, meint ihr, diese Gesellschaft hat keine sexuellen Komplexe? Manche andere Schätzungen gehen von 150.000 aus, oft trifft es sich so in der Mitte bei ungefähr 400.000. Und noch ein ganz anderes Problem. Will man tatsächlich meinen, dass diejenigen, die als Prostituierte auch arbeiten und ihre Steuern zahlen, dass es alles aufgrund von Freiwilligkeit passiert? Was ist mit den Schicksalen, die sich davor ereignet haben? Selbst wenn eine Frau später mal sagt, ja, das ist meine freiwillige Entscheidung. Wie ist sie dazu gekommen, so etwas zu sagen, so etwas zu fühlen überhaupt, wenn sie es wirklich fühlt? Aber am besten, was man macht, man schiebt die Probleme ab. Gedanklich. Nicht wir, nicht unsere deutsche Gesellschaft hat sexuelle Komplexe. Nicht wir haben Triebtäter. Nicht wir sind es, die die Selbstbestimmung der Frau, die sexuelle, nicht schützen. Sondern problematisch ist der Nordafrikaner. Und am besten auch noch wegen dem Islam. Und das dürfen wir thematisieren, liebe Geschwister. Ganz frei, ganz offensiv. Steht zu eurem Nordafrikaner sein. Nicht auf eine provokante, hasserzeugende, verletzende Art, aber auf eine sensible, einfühlsame, selbstbewusste, ich möchte mit dir sprechen, du bist mein Mitbürger. Auf diese Art, darum geht es. Denn was einen auch überrascht, liebe Geschwister, sehr viele Menschen, die sind gar nicht so gehirngewaschen von den Medien, wie wir manchmal meinen. Aber was sie brauchen, sind 5 Minuten unserer Zeit. Vielleicht stellen sie manchmal dumme Fragen. Vielleicht provozieren sie währenddessen auch. Aber wir sind doch Menschen, oder nicht? Passiert dies nicht, wenn die Hanefiten mit den Malikiten mal ein paar Gespräche haben? Abu Hanifa, ihr wisst, der hat ja keine Ahnung von der Sunna gehabt. Ja, solche Argumente, die immer ausgetauscht werden. Und wir müssen auch selbstkritisch sein. Haben wir auch keinen Rassismus unter uns? Manchmal sogar in den Gesellschaften, wo man am wenigsten Rassismus erwartet. Hier, die Somalis, die hier anwesend sind. Ihr habt auch unter euch Rassismus, ist es nicht so? Da geht es vielleicht nicht nach dem Grad der Hautfarbe, aber von welchem Stamm man kommt. Und das kann Leben oder Tod bedeuten in einigen Gegenden. Heute noch. Und ohne, dass da irgendeine ausländische Macht in irgendeiner Form interveniert. Aufgrund von Rassismus. Wie geht es dem Hezare in Afghanistan unter Pashtunen? Und die Liste könnte sich endlos weiter fortsetzen. Die Berber und die Araber in Marokko und, ja. Das mitgenommen, dass wir wissen, auch wir als Muslime, haben noch Problematiken in uns drin. Sogar diejenigen, die auch ein relativ religiöses Leben leben. Dann darf auch mal unser Nachbar 5 Minuten sich ein bisschen aufregen. Die Zeit geben wir ihm, dass er sich ein bisschen abregt. Und dann auf die schönste Art und Weise, ohne einen Krieg zu suchen, den wollen wir vielleicht mit den Medien. Auf die schönste Art und Weise erklären wir einige Dinge. In dem Zusammenhang, liebe Geschwister, wo wir bei Selbstkritik auch sind, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages war er zurückgezogen in der Moschee und seine Frau Safiya, möge Allah mit ihr zufrieden sein, besuchte ihn während des Rückzugs in der Moschee im Ramadan. Und er entschied sich, sie nach Hause zu begleiten. Und es gab zwei Prophetengefährten, die die Situation gesehen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er steht mit einer Frau und sie sagten Assalamu alaikum und sie wollten einfach die Privatsphäre nicht stören. Und er sagte zu ihnen, bleibt stehen. Sie ist meine Ehefrau. Und die Prophetengefährten, sie sagten, oh Gesandter Allahs, wir haben doch keine Verdächtigung gegen dich. Ja? Und er sagte, dass der Scheitan, er fließt durch den Menschen
durch die Gedanken der Menschen wie Blut durch den Körper. Und er wollte nicht, dass sie etwas eingeflüstert bekommen. Und wer war er? Er war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wer waren diejenigen, die dies gesehen haben? Die edlen Prophetengefährten. Und Allah Ta'alas Wohlgefallen ist auf ihnen und sie sind wohlzufrieden mit Allah Ta'ala, wie Allah Ta'ala im Koran sagt. Radiallahu anhum wa radu an. Und ich will diese Lektion in die Mainzer Landstraße auf die Zeil bringen. Ist es nicht so, dass wir uns manchmal so verhalten, dass andere vielleicht von uns denken könnten, dass wir eventuell gewaltbereit sind? Oder ein bisschen was mit Drogen zu tun haben? Oder so, okay, vielleicht trifft das Problem nicht die etwas Älteren, ja, wenn man ein bisschen älter ist, ja, 40, 50, man zieht sich ein bisschen anders an, man bewegt sich ein bisschen anders, aber wenn man so 15, 25 ist, man geht ein bisschen trainieren, ja, Muskeln wachsen, Shake getrunken, und dann ist man ein bisschen lauter in der Straßenbahn, ja. Was wecken wir dann bei den Menschen? Und sollten wir nicht besorgt drum sein, was sie über uns denken in so einem Moment, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dieses schöne Beispiel gegeben hat, dass er als der Edelste vor den Edlen für klare Verhältnisse einfach sorgt, obwohl es nicht nötig war. Obwohl es nicht nötig war. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir wollen nicht das, was sich bei einigen Menschen festgesetzt hat, noch zusätzlich bestätigen. Denkt an euer Verhalten. Und das Verhalten, das ist manchmal das Entscheidende. Wenn man genügend gute Muslime kennt, dann ist es leicht, von einer Presse zu sprechen, die hetzt, die lügt, die Tatsachen verdreht, die andere verschweigt. Aber was ist, wenn man von Muslimen geschlagen wurde, gedemütigt wurde und so weiter, dann fällt es einem schwer. Können wir auch verstehen, oder? Das heißt, jeder, Alhamdulillah, ist heute ein Nordafrikaner. Das heißt, wir können dafür sorgen, zu zeigen, dass das, was gesagt wird, falsch ist und ein böses Ziel hat, ein übles Ziel hat. Oder wir sorgen vielleicht mit unserem Verhalten damit, dafür, dass diese negative Gedanken bei den Menschen bestätigt werden. Das ist eine große Verantwortung in der heutigen Zeit. Aber wir sind dankbar für diese Verantwortung. Denn es könnte sein, dass wenn wir diese Verantwortung nicht hätten, lockerer mit ihr umgehen würden. Lockerer mit solchen Situationen umgehen würden. Und unser Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber, liebe Geschwister, die Regelung des Islams, weil wenn man sich den Koran durchliest, wenn man sich Bukhari und Muslim durchliest und die authentischen Hadithbücher, wird man feststellen, dass es Interaktion zwischen Männern und Frauen gab, die nicht miteinander verheiratet oder sonst wie verwandt waren. Hat ein Sahabi mit einer Sahabia geredet. Das kommt im Koran vor. Also jetzt nicht mit den Sahabis, sondern ja, geschlechtliche Interaktion, zwischengeschlechtliche Interaktion kommt im Koran und in der authentischen Sunna vor. Wenn wir allerdings betrachten, in welcher Atmosphäre, mit welchen Regeln, dann werden wir merken, dass wir vieles nicht übernehmen können aus der hiesigen Gesellschaft. Aber wir werden spüren, dass wenn wir dies praktizieren, dann werden wir eine Sicherheit verbreiten bei den Menschen. Eine Sicherheit verbreiten. Zunächst einmal, sexuelle Belästigung fängt schon beim Blick an. Vielleicht ist es noch nicht mal eine Belästigung. Vielleicht erfreut es auch das andere Geschlecht. Aber trotzdem ist es verboten. Und der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass der Blick auf das Verbotene in diesen Zusammenhängen wie ein Pfeil vom Scheitan ist. Wie ein Pfeil vom Scheitan. Und man wird getroffen vom Pfeil und dann zieht man ihn raus, dann heilt die Wunde. Meint ihr, so einfach ist das? Nein. Ein vergifteter Pfeil vom Scheitan. Da ist Gift drauf, auf der Pfeilspitze. Das bedeutet, das Problem ist nicht gelöst, wenn man den Pfeil rauszieht und die Wunde verheilt. Weil das Gift ist im Körper drin und bis
der Körper sich entgiftet hat, das dauert lange. Das heißt, wir halten den Blick nicht lange beim anderen Geschlecht. Wir meiden Körperkontakt. Und bestimmte Themen thematisieren wir erst gar nicht. Ja? Die Farbe der Sonne beim Sonnenuntergang. Und die Art, wie wir auch reden. Allah Ta'ala hält in der 33. Sure fest, dass die Stimme nicht sanft sein soll, wenn eine Frau zu einem anderen Mann spricht oder umgekehrt. Damit nicht Begehrlichkeiten geweckt werden, aber das Potenzial dafür entsteht. Manche Herzen sind nicht stark und starke Herzen können schwach werden. Und wir meiden die Dunkelheit. Und wir sind nicht allein mit jemandem vom anderen Geschlecht in einem Raum oder nachts im Wald. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Wir meiden solche Situationen, wo Verführung im Raum liegt, um es mit einer Überschrift zu betiteln. Und wenn wir uns so verhalten, liebe Geschwister, ist es die beste Werbung, die wir für das Nordafrikanertum in den heutigen Tagen machen können. Für den Islam, ihr wisst, was ich meine. Ja? Abgesehen davon, dass es uns persönlich schützt. Und Thema Schutz, liebe Geschwister. Thema Schutz. Manchmal ist es so, wenn wir, wie gesagt, 15, 20, 25 sind und wir trainieren ein bisschen und ja, wir kennen jemanden, der ist ein bisschen krasser und der mag uns und der lädt uns ein bisschen ein, freitagsabends ein bisschen unterwegs zu sein. Ja, wir trinken ja nichts, ja, wir machen ja nichts Schlimmes, wir wollen nur so ein bisschen dabei sein. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, man war in der Schule, man war in der Uni und man möchte so ein bisschen Spaß haben. So fühlen sich viele Jugendliche in der heutigen Zeit, stimmt's? Liebe Geschwister, schützt euch. Auch die starken Jungs, schützt euch. Weil entweder euch passiert etwas, ihr kriegt auf die Fresse, oder ihr nehmt etwas, oder ihr kriegt etwas ins Getränk rein und schlimme Sachen passieren und es tut einem weh. Man hat so eine schlimme Erinnerung fürs Leben. Aber euch passiert es ja nicht, ihr seid, wir sind ja alle Superman und Batman und ja, beides zusammen. Wir denken, wir sind der große Boss oder wir können ihn werden. Was passiert, wenn du ein großer Boss wirst? Dein Herz wird kälter und härter, stumpfer gegenüber der Religion. Du kriegst eine Einladung nach der anderen zum Schlechten. Und du gehst immer tiefer in den schlechten Weg rein. Denkst du, es ist so leicht umzukehren? Deswegen schön, wenn wir auf diesem Weg sind und mal eine Backpfeife bekommen, ausgelacht werden, gut. Das ist das geringere Übel. Wir müssen uns selber schützen. Und hier geht es auch nicht nur um Schwestern. Schwestern, schützt euch, geht nachts nicht raus. Nein, ich sage, Brüder, schützt euch, geht nachts nicht raus. Weil man kann spirituell angegriffen werden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, über den einsamen Reiter, ein Shaitan, ein einsamer Reiter. Und er sagte, und zwei sind zwei Teufel. Erst drei sind eine Gruppe. Natürlich wurde dieser Hadith auch im Kontext verstanden, ja, dass es darum geht, jemand, der allein unterwegs ist, er muss um seine Rechtschaffenheit fürchten, wie er auch um seine Sicherheit fürchten muss. Aber in einer Gruppe ist man nicht nur physisch sicher, sondern auch spirituell sicherer, oder? Das heißt, dieser Schutzgedanke, gerade in diesen Zeiten, liebe Geschwister, über 10 Jahre her, wo in Frankfurt der Fall die Runde gemacht hat, dass eine unserer Schwestern mit einer Substanz betäubt wurde und von zwei Leuten vergewaltigt worden ist und es wurde gefilmt und das wurde alles verbreitet. Ja? Das ist 10 Jahre her. Wisst ihr, wie sich das Übel in der Zeit gesteigert hat und die Gefahren, wie sie sich gesteigert haben? Passt auf euch auf. Und Jugend und Islam passt prima zusammen. Es gibt nichts Besseres, was zusammenpasst als Jugend und Islam. Und ihr werdet viel Spaß haben. Und man darf auch ein bisschen Blödeleien machen. Die Prophetengefährten haben auch ein bisschen Blödeleien gemacht. Die haben Wassermelone gegessen und am Ende mit den Schalen haben die sich gegenseitig beworfen. Und die haben sich andere Scherze gespielt. Aber da wurde keine Würde verletzt. Da wurde nicht das Recht von jemandem anderen weggenommen, aber die haben auch gelacht. Die haben auch Action gehabt. Die haben auch innere Freude gehabt. Deswegen lasst euch nicht in dieses Nachtleben hineinziehen. Lasst euch nicht dort hineinziehen, weil
Selbst wenn es euch dort gut geht, das ist die schlechtere Nachricht. Weil was holt euch da wieder raus? Entweder eine schwere Prüfung, wenn ihr überhaupt rauskommt. Und wenn ihr rauskommt und ihr seid 35, der Geschmack vom Leben ist weg. Den Islam zu schmecken, das ist in der Jugend, liebe Geschwister. Was macht ihr dann, wenn ihr 35 seid und dann Tauber gemacht habt? Was kann man dann machen? Arbeit und dann vielleicht noch Familie gründen, alles wird schwer, alles wird kompliziert und ja. Der schönste Geschmack, wenn ihr wirklich genießen wollt, verbindet Islam mit Jugend. Verbindet Islam mit Jugend. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Hier ist er. Wer ist der arabische Mann? Und das ist nur ein Beispiel. Und das ist auch eines der besseren Beispiele, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir die ganze Ausgabe diesbezüglich durchgelesen. Es ist auch viel Kritisches drin, Alhamdulillah. Aber das ist auch das Gefährliche. Dass sich diese Linien aufgelöst haben. Ich habe die Gelegenheit gehabt, ich habe ein bisschen Kabarett von, ich glaube, heißt Dieter Nuhr, mir angeschaut. Einfach aus, nicht um mich zu unterhalten, sondern um zu wissen, was sagt der Mann. Und er hat ja sich bereits Islam- und muslimfeindlich geäußert in der Vergangenheit. Und wisst ihr, was wirklich schwierig geworden ist in der heutigen Zeit? Es gibt jetzt nicht nur die NPD und dahinter die NSU und dann so eine Art gesellschaftliche Mitte, sondern das alles ist, ja, es ist verschwommen. Ja, es gibt viele, viele, viele Graustufen. Und auf der einen Seite kann man gegen die AfD wettern und hetzen und sagen, oh, die ja, gehören nicht nach Deutschland sozusagen, so als Botschaft, die sollen hier nicht sein und dürften hier nicht sein. Aber gleichzeitig hetzt man gegen Muslime und gegen Minderheiten. Das ist das Schwierige. Es ist so ein sehr unübersichtlich geworden. Aber dein Verhalten, lieber Bruder, liebe Schwester, dein Verhalten ist vielleicht das, was den Auslöser betätigt bei deinem Mitmensch, bei deiner Nachbarin, beim Mitstudenten, beim Schulkollegen, beim Vereinskamerad etc. Weil nein, ich kenne einen Muslim und der bemüht sich, seine Seele zu reinigen und der ist anders und der hat mir gesagt. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind nicht genug. Diese Sorte ist noch nicht stark genug, noch nicht von der Anzahl her, die sie sein soll. Weil zu oft begegnen mir solche noch verwirrten Menschen, die es eigentlich nicht geben sollte, gerade nicht in Frankfurt geben sollte, wo viele Muslime leben. Und auch wenn wir an unseren Geschwistern, wenn wir unsere Geschwister sehen, die offensichtlich Schwierigkeiten haben, jedes Mal, wenn ich am Hauptbahnhof aussteige, nehme ich mir dir auch die Zeit, zu den Leuten Salamu alaikum zu sagen, die dort stehen und ihr versteht, was ich meine. Ja? Und es ergeben sich auch wunderschöne Gespräche. Nehmt euch auch die Zeit, wenn ihr merkt, ihr habt die Möglichkeit dazu und ihr werdet nicht in etwas verwickelt, was schädlich sein könnte. Ja, manchmal denke ich auch, am Ende läuft da jemand vorbei und was denkt er dann über mich, aber wir haben eine Verantwortung auch unseren Geschwistern gegenüber, solche Menschen zu erreichen. Was wäre, wenn dies in Frankfurt passiert wäre? Denkt ihr, ich hätte mir nicht die Frage gestellt, oder die ich mir sowieso bereitstelle, wo ist unsere Verantwortung? Ich meine, in Köln gibt es viele Moscheen, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund etc. Wir haben auch eine gewisse Verantwortung.
Nicht, dass wir die Schuld dafür tragen, aber wir tragen eine gewisse Verantwortung. Und die tragen wir als Gemeinde, jeder einzelne von uns. Sie versuchen unseren Geschwistern, denen es vielleicht aufgrund der gesamten schlechten weltpolitischen Lage halt so geht, wie es ihnen geht, mit verursachend. Die haben sich bestimmt auch ein besseres Leben ausgemalt eines Tages. Dass wir auch gucken, wir bauen etwas auf für solche Menschen. Und keiner kann sie besser erreichen als wir. Niemand, liebe Geschwister. Weil uns vertrauen sie als Glaubensgeschwister. Und nehmt dies als kleinen Traum mit. Damals, 93, 94, gab es auch eine Gruppe von verrückten Muslimen hier in Frankfurt, die sich gewünscht haben, dass es mal eine Moschee gibt, wo es ein deutschsprachiges Freitagsgebet gibt. Die waren total verrückt. Und subhanallah, 97 gab es ein Stockwerk über uns für eine Handvoll von Leuten ein deutschsprachiges Freitagsgebet. Träumt diesen Traum. Arbeitet darauf hin. Und vielleicht haben wir in 2, 3 Jahren muslimische Vereine, muslimische soziale Institutionen, die solche Geschwister auffangen, weil sie sind immer noch Geschwister. Einer der Imame in New York, der hat in den 90er Jahren, sein Name ist Siraj Wahaj, die haben ein Gebäude gekauft, in einer Versteigerung. Niemand wollte dieses Gebäude haben. Es ging zum ersten Preis weg. Ja, keine Ahnung, den Preis habe ich nicht im Kopf. Aber keiner wollte mitbieten, weil es in einem richtigen Ghetto-Sumpf gewesen ist. Und diese Gemeinde hat dieses Gebäude gekauft und Islam nicht in die Moschee reingetragen, sondern auf die Straßen getragen, mit den Menschen soziale Arbeit gemacht, mit ihnen gesprochen. Und der Wert vom Gebäude hat sich in wenigen Jahren vervielfacht. Und sogar die Polizei, die New Yorker korrupte Polizei, ja, hat diese sozialen Bemühungen gelobt. Und es wurde zu einer sicheren Gegend, einer besseren Gegend. Und diese Verantwortung, liebe Geschwister, die ist in meinem Herzen. Sie muss aber noch stärker in alle unsere Herzen, in meins zuerst, damit wir inshallah ein paar Jahren weitergekommen sind und stärker stehen in der Gesellschaft. An dieser Stelle inshallah, wir sammeln Spenden. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht habt. Ihr wisst, wo es hingeht. Es geht in die Miete, es geht für Strom drauf und für Strom und Wasser, aber auch für die Aktivitäten natürlich, die darauf aufbauen. Spendet also von dem, was euch Allah Ta'ala möglich gemacht habt. Inshallah geht es den jüngeren Geschwistern gut. In ein paar Tagen gibt es ja Zeugnisse, stimmt's? Fühlt ihr euch gut? Bringt ihr ein schönes Zeugnis mit nach Hause? Kriegt ihr viel Lob dafür? Ja? Aber das ist ein Ding, was man verstecken muss. Vielleicht sprechen wir mal die nächsten Tage darüber. Aber nicht, dass sie mir dann wegbleibt nächste Woche, ja? Falls ich es ein bisschen thematisiere. Dass ihr dann erst zu übernächsten kommt. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah. Oh Allah, unser Herr, unser Schöpfer, unser Versorger, unser Richter. Der uns so viele Gnaden gegeben hat, wir können sie nicht aufzählen und wir können sie nicht schätzen. Und du gibst sie immer wieder, oh Allah. Und auch nachdem wir uns von dir abwenden und sündigen und nicht richtig zu dir zurückkehren, oh Allah, du bist immer barmherzig mit uns und schenkst uns immer wieder eine offene Tür, ein offenes Tor, oh Allah, zu dir. Oh Allah, bitte helfe uns, unseren Vertrag zu dir einzuhalten, unsere Gebete zu lieben, oh Allah, zu lieben, 5-mal am Tag in der Zeit zu beten, dass wir uns nach der Anfangszeit sehnen, wann dürfen wir endlich noch einmal beten, oh Allah. Schenke uns die Liebe zu deiner Religion und lass uns das Wahre immer als wahr erkennen und ein Fürstreiter der Wahrheit sein und lass uns das Falsche und Nichtige immer als falsch und nichtig erkennen und ein Gegenstreiter des Falschen und des Nichtigen sein, oh Allah. Bitte schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat und gleichzeitig Schutz vor all dem, wofür er auch bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat, oh Allah. Oh Allah, für alle unterdrückten Menschen, für alle, die viel Leid über sich ergehen lassen mussten, die erniedrigt wurden, die vergewaltigt wurden, die vertrieben wurden, die beraubt wurden, oh Allah, die bekriegt wurden und werden. Oh Allah, bitte steh all ihnen bei und schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, auf dass wir dein Licht verbreiten dürfen, oh Allah. Oh Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und lass uns eine lichtspendende Lampe sein, oh Allah, auf deinem Weg.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.